In unserer Gegend hatte sich vor kurzem ein ungarischer Schneider angesiedelt. Ein Freund der Bäuerinnen und Feind der alten, hausgesessenen Meister. Der Ungarische schnappte uns so manche Stier weg. So geschah es wohl mehrmals, und das waren bittere Tage, dass wir in der Werkstatt keinen Stich zu tun hatten. Heute wird sich keiner finden, mit dem du mal Bier spielen kannst, Vater. Kannst ja du mit mir spielen? Sind eh keine Gäste da. Das könnte so passen, du alter Garner, du. Es läuft schon, wenn die anderen dich gewinnen lassen. Iss nur schön dein Kaffee. Jetzt ist keine Wirtshauszeit nicht. Die Bauern sind noch alle beim Holzhauen. Wart bis zum Winter. Und überhaupt sind jetzt schlechte Zeiten. Schlechte Zeiten? Ja, wie so unten. Ihr seid ja alle so stolz auf den Fortschritt. Das ist ein feiner Fortschritt, wenn keiner mehr Geld hat zum Wirtshaus gehen und mit einem alten Vater noch schnapsen und ein Bier. Grüß Gott. Wart draußen, Bursch. Ja, grüß dich, Gott, Nanz. Kommt's noch rein, Burschen. Platz ist genug in der Stube rennen. Der Bier hätte ich auch für alle, die einen Durst haben. Es gefreut mich aber, Nanz, dass du wieder einmal kommst. Ich mir denk, du bist schon längst auf der Steher, weil du dich gar nicht mehr anschauen lässt. Ich hab keine Zeit zum Wirtshaus hocken. Ich wollte nur was fragen. War der Sonnenberger vielleicht einmal da in der letzten Zeit? Kann mich nicht erinnern. Hast du vielleicht den Sonnenberger einmal gesehen in der letzten Zeit? Ja, der hat sich schon lange nicht mehr anschauen lassen. Dann gehen wir halt wieder, ne? Führt euch. Soll ich dem Sonnenberger was ausrichten, wenn er kommt? Nein, pressiert nicht. Ich werde ihn schon wieder einmal treffen. Führt euch. Führt euch. Mein Gott, der Nazi muss viel Arbeit haben, weil er nicht einmal für ein Kriegel Bier Zeit hat. Verstehst du aber gar nichts, Vater. Dem Nats fällt nicht die Zeit, dem Nats fehlen die Geizer. Er hat den Sonnenberger gesucht, weil er zu ihm auf die Steher will. Also, für ganz deppert musst du mich nicht halten. Der Nats, der tüchtigste und fleißigste Schneider in der ganzen Gegend, der soll kein Geld haben. Jetzt gehst du aber. Der Nats, der hat's nicht notwendig, um einen Steher zu betteln. Der nicht. Die Zeit hat sich halt geändert, Vater. Ja, ist vielleicht das der Fortschritt? Na, verdammte Fortschritt. Hat halt auch seine Schattenseiten, der Fortschritt. Früher einmal, da hat ein ehrsamer Handwerksmeister noch was gehalten. Aber jetzt, wo es eine Gewerbefreiheit gibt, ist auch keine Ordnung mehr. Da darf einer, der nicht einmal ein geprüfter Meister ist, die Arbeit machen, die früher nur ein Meister hat machen dürfen. Verstehe. Du redest von Ungarischen, hab ich recht? Ja, der Ungarische. Das ist ein Deichselskerl, das ist ein Halodri. Der hat's faustdick hinter die Ohren. Ich habe die Ehre. Sind Sie Bauer von hier, bitte? Ja, der Bachrippe bin ich. Kalt ist heut. Igen. Werden wir bekommen frühes Winter, ich denke. Darum ich bin gekommen, anzubieten meine Dienste. Ich bin Schneidermeister, Ungarischer. Habe ich noch zufällig Zeit zu kommen auf Steher. So. Schneider. Igen. Na ja, red's mit der Frau. Und wo bitte ist Frau entzückende Gemahlin? Ah, sie ist eh drin. Vor 30 Jahren kommen wir. Aber jetzt habe ich keine Arbeit für ihn. Halb verhungert ist oder der Band mich völlig. Soll er die Heid nähen? Gibt's Hand schon? Er ist ein Schneider und kein Kirschner. Wenn er wirklich einen Steher sucht, dann hat er die Heid auch. So ein junger Mensch. Ja, probieren können wir es ja. Hast du die Safe eigentlich schon mal einen Schneider geschickt? Nein, noch nicht. Dass ihr Weibeleiter schon gar nichts merken könnt. Ich brauch die Safe doch zum Kraut einstampfen.
Schneider muss man im Herbst auf die Steher holen. Wenn man es im Winter nimmt, sind die Tage kürzer, aber der Taglohn bleibt dasselbe. Außerdem, wenn wir jetzt noch zuwarten, nachher nimmt der Schneider noch zu einem anderen Steher. Chef! Chef, geh her da! Gehst gleich oben ins Tal. Zum Schneidernatz. Kennst du ihn wohl? Ja. Und sagst, der Sundberger lässt den Schneidernatz auf die Steher bieten. Arbeit gibt es häufig. Wie lang? So 6 Wochen leicht, wenn nicht 7 oder 8. Aber zuerst gehst du noch zum Bandelkramer und kaufst ein paar Bandeln, so wie es die Bayerin anschafft. Was machst? Zuerst geh ich zum Bandelkramer und nachher zum Schneidernatz auf die Steher bitten. Gut. Fertig. Dass man jetzt sogar seinen eigenen alten Hof fuhren muss, weil man gearbeitet hat, das hätte es in Amerika nicht gegeben. In Amerika hat es alle Arbeit gegeben. Schwere Arbeit allerdings. Einmal so ein Indianerhäuptling zu mir kommen. Und die Leute, denen es in Amerika so gut gefällt, nicht dort bleiben, das verstehe ich nicht. Nein, jedenfalls hat es in Amerika nicht gegeben. Das ist ein Lehrbuhr. Zu seinem Gesinn. Hey! Habt ihr nichts zum Tun? Nein, Meister. Dann macht euch keine Sorgen. In die Zeit schickt aber der Sonnberger um uns. Und der Sonnberger. Der ist der reichste Bauer in der Gegend. Ach so? Und die Sonnbergerin, die macht die besten Knödel weit und breit. Zweimal in der Woche gibt's Fleisch und die Bettstadt ist ganz wach. Und überhaupt, beim Sonnberger ist der Himmel auf Erden. Das hier, belieben zu scherzen, das hier ist Arbeit für Kürschner. Und Schneider soll nicht machen Arbeit von Kürschner und Kürschner soll nicht machen Arbeit von Schneider. Das bitte ist Ordnung in dieser Welt. Ja, ob man nur denkt. Na ja, sonst haben wir leider gar nichts zum Tun. Ja, leider. Jünger müsste man halt sein. Gott. Sollten aber nicht hinsetzen, nicht gut gesundheitlich für zarte Frauenkörper, wegen Kälte. Ja, kalt ist schon. Haben weite Weg hinter sich, wenn ich erlaubt zu fragen? Von da oben komme ich. Von Sonnenberghof. Und ich muss noch zum Bandelkramer runter. Ah, Bandelkramer. Ich kenne gut Bandelkramer. Dieses Jahr hat goldene Bandeln. Wenn ich es erlaubt zu sagen, würde euch gut stehen zu Gesicht. Eh? Das ist nichts für mich. Das ist für die Bayerin. Sollten aber nicht machen, so weiter Weg bei dieser Kälte. Nachher muss ich noch zum Schneidernatz. Oh, Igen, Schneidernatz. Ich kenne auch gut, ist alter Freund von mir, bitte. Mitten im Kraut einstampfen muss ich zum Schneider. Der Schneider muss auf der Stelle her, oder er braucht gar nicht mehr kommen. Dann ist große Glück, dass wir uns getroffen haben. Ich kann ersparen lange Weg. Schneidernatz ist nicht zu Hause, bitte, ich das weiß genau. Was? Der Schneider ist nicht daheim? Ja, hat angenommen Steher bei Bachrippelbauer, ganz weit hinten im Fischbachgraben, bitte. Ich komme gerade dorthin. Marant Josef, was soll ich denn jetzt tun? Vielleicht, ich kann helfen aus Verlegenheit. Durch glücklicher Zufall. Ich bin auch Schneidermeister. Bring ich auch gleich mit Bandel vom Bandelkramer. Marant Josef, ist das ein Glück, dass wir uns getroffen haben. No. Dann kann ich auch wieder heimgehen. Für Gott.
Käse Chocolam. Was siehst du das, Peter? Vom Dichten kriegt man keine Muskeln. Geht's einer ins Haus? Es könnte ja wer vorbeikommen und sehen, dass er dem lieben Herrgott den Tag stellt. Es gibt eine schlechte Nachrede. Nur ein Schneider, der Tag und Nacht arbeitet, ist ein guter Schneider. Peter. Ja, Meister. Du musst mir einen Weg machen. Gehst zum Bandelkramer runter und... Haben wir doch Arbeit. Du gehst zum Bandelkramer und bittest ihm, er möchte noch ein paar Tage Geduld haben mit der offenen Rechnung. Ach so. Aber sei gescheit, pass auf. Du hast das Gefühl dafür, du musst es ihm so sagen, dass der Bandelkramer nicht auf die Idee kommt, dass wir überhaupt keine Arbeit hätten. Aber was, du weißt schon, wie ich es meine. Du wirst es schon tun. Ich werde schon recht machen, Meister. Schau her, ne? Das ist gut, das entspricht Vorstellung, meine Gerrit. Ja. Igen. Ja. Was soll kosten? Grüß Gott. Ja, grüß dich Gott, bitte. Ich hab schon für Meister Natz die Rechnung schon zusammengeschrieben. Du kannst ihm aber sagen, es hätte nicht so pressiert. Er ist mir allweil gut. Der Meister will selber kommen und zahlen. Mir hat er das Geld nicht mitgegeben. Er lässt nur bitten, dass ihr die beste Ware für ihn auf Zeiten legt. Er braucht es für die Steher beim Sonnberger. Sonnberger? Habe ich richtig verstanden, Sonnberger? Ja, wir sind jetzt ja beim Sonnberger Aufsteher. Das muss bitte sein trauriges Irrtum. Ich schon arbeite bei Sonnberger, bitte. Bin ich nur gekommen zu auszusuchen Bandeln, besonders Schönes. Du arbeitest beim Sonnberger, aber... Igen, ich bin schon Aufsteher dort eine Woche. Ist aber großes Glück, dass wir uns getroffen haben. Es wäre sonst gewesen, Ärger Gewaltiges für Meister Natz zu warten, noch länger aufstehe bei Sonnberger. Aber, weil Schneider müssen zusammenhalten. Ich weiß, dass Bachrippelbauer sucht Schneider wie Bissen Brot. Der? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Dass der Steher hat. Doch hat Arbeit besonders viele, bitte. Er wird sehr froh sein, so gute Schneider zu kriegen wie Meister Natz. Ich weiß ja überhaupt nicht, ob der Meister Natz noch Zeit hat. Oh. Naja, dann werde ich halt wieder gehen. Für den Gott. Ja, grüß dich Gott, Peter. Also ich muss schon sagen, dass der Sonnberger einen anderen genommen hat. Macht nichts. Wir haben einen Steher und nächstes Jahr schaut es dann wieder ganz anders aus. Bauchrippe. Der Bauchrippe. Ja, ich kenne ihn schon. Haben wir ein paar Mal im Wirtshaus gesehen. Immer im nämlichen geflickten Rock. Also der Bauchrippe. Er hat sein Lebtag noch keinen Schneider auf die Steher genommen. Ja, eben. Gerade darum wir jetzt zu viel Arbeit haben. Das ist ausgerechnet der Ungarische. Ein Wohltäter sein soll. Da steckt bestimmt was dahinter. Ich hab ihn doch nur rein zufällig getroffen. Und überhaupt muss man immer gleich das Schlechteste denken. Also gut. Wir gehen zum Bachrippe. Aber das mit dem Sonnberger, das werde ich lang nicht vergessen. Kein Gesell, kein Lehrbuhr, bloß ein einschichtiger Schneider. Und zwar kleiner noch dazu. Eine zarte Gestalt ist Berufskrankheit, bitte. Aber dafür sind Hände sehr flink und geschickt. Na ja. Soll er halt bleiben. Bei dem Wetter wird mehr kein Hund ins Freie jagen. Ich danke. Grüß Gott. Grüß Gott auch. Ist das da beim Bachrippe? Ja, ja. Wie tut es sein? Wir sind die Schneider. Wieso? Schneider?
friert's euch. Na ja. Dann geht's noch rein. Sie ist eh drin. So, Schneider seid ihr. Ja. Na, da hockt sich halt da hin. Ja, danke schön. Ob es uns ein Jasen hier riecht, hä? Rauch ist es schon. Man möchte gar nicht glauben, wie viel Schneider das gibt. Na ja, nachher bringst du ihnen halt das Zeug. Halt es! Es wird gut sein, dass man nichts Wintergewand hat, gell? Ich hab die Gicht und sie hat das Reißen im Kopf. So. Eine neue Bötzjacke soll's mir nähen. Die alte ist schon weidig. Ja, da werde ich halt Maß nehmen, nicht? Das kostet Kraft. Ja, mein leeren Mohn. Es riecht aber schon recht fein. Ich glaube, es ist heißer Schweineschmalz. Ja, wird wahrscheinlich einen Broden machen, die Bachöblin oder eine Leberwurst. Du hast die Arbeit weg, Schneider. Jetzt wird gegessen. Gerstensuppen, die kann nicht so gut kochen haben. Du lass mal den Platz im Magen. Für ein Brot. Ja, wollt ihr denn gar keine Suppen mehr? So stimmt's also doch, dass die Schneider gar so wenig essen. Morgen brauchst weniger Gersten einkochen. Es ist nicht zu glauben, wie wenig das Schneider essen. Und bring gleich die Pfanne. Das riecht fein. Ja, Schweineschmalz ist, mit Salbei drin. Das will gut sein gegen die Gicht. Ja, ich hab's halt gar so viel im Kreuz. Und sie hat's im Kopf. Magst du mir nicht den Buckel einreiben, Schneider? Du hast so geschickte Hände. Fällt da was? Du hast das im Kreuz, sie hat's im Kopf und ich hab's heute halt im Magen. Na, so schmier dir halt auch den Magen ein. Es wird dir gut tun. Hätte man sich ja denken können, wie ein Steher ausschaut, die Ehe auftreibt. Ne? Ich hab gesagt, dass wir gehen, Christian. Aber trotzdem, da können wir nicht bleiben. Wenn ich nur wisst, wie wir wieder wegkommen. Mehr soll uns aushelfen, wenn uns die Suppe mehr brugt. Da fällt dir nicht wirklich was ein, Peter. Es geht ja nicht mit dem Zeug, die Nadeln brechen oder Zwirn reißt. Bockszwirn. Der Bockszwirn? Ja, wir müssen den Bockszwirn verlangen. Wenn der Meister schon nicht weiß, was der Bockszwirn ist, dann weiß die Bachöblin erst recht nicht. Und dann sagen wir, dass wir ohne den Bockszwirn nicht arbeiten können. Du hast wirklich einen besonderen Kopf, Peter. Na, Schneider, kommt's gut weiter? Ja, sehr gut, Bachöblin, sehr gut. Du kannst nur schon den Bockszwirn bringen.
Was? Den Boxzwirn halt. Was für ein Boxzwirn? Kenne ich nicht. Ich hab einen gewöhnlichen Zwirn. Ja, aber das ist ja keine gewöhnliche Arbeit. Da kommst mit einem gewöhnlichen Zwirn nicht weiter. Hast du nicht wenigstens ein bisschen einen Boxzwirn daheim? Nein. Ja, das ist ein Pech. Ja, Bachröblin, da wird uns nichts übrig bleiben, als dass wir wieder gehen. Hm? Die Schneider, die wollen wieder gehen, weil wir keinen Boxzwirn haben. Ja, das geht doch nicht. So viel gut wäre so ein Fehlgewand gegen die Gicht. Wir nehmen die heute ja mit. Mit? Ja. Und dann nehmen wir dein Gewand halt daheim. Aber wundern tut's mich schon, dass du keinen Boxzwirn daheim hast und Schneider auf die Stirn betest. Wer hat auf die Stirn beten? Ich nicht. Ich hab mich nur gerade gewundert, dass heuer gar so viele Schneider daherkommen. Zuerst der mit der seltsamen Sprache, nicht wahr? Der war gleich ganz zornig, wie ich ihm die Heid gezeigt hab. Und nachher gleich ihrer drei. Ich bin froh, dass alles nur ein Irrtum war. Willst du heute mit mir um ein Bier spielen, Sonnberger? Hm? Ja, frage ich, aber zuerst lass mich erst mit dem Natrein fahren. Ist recht, ja. Ich will dem Ungarischen nicht die Ehre abschneiden. Er hat ordentlich gearbeitet. Trotzdem, nächstes Jahr, Natz, kommst wieder du zu mir auf die Stehe. Gut? Ist gestattet. Schau, Meister Natz. So, Mann. Jetzt wird abgerechnet. Das ist ja fast wie in Amerika. Das ist schade, der steirische Brauch. Du magst vielleicht wissen, wer man andere Leute ums Haxel haut. Aber jetzt wirst lernen, Ungarischer, was passiert, wenn man einen ehrsamen Meister ins Handwerk pfuscht. Ah, da kommt der was, alter Gast. Da schau her, der Bachrippel. Dass der den weiten Weg geht, bei der Köten. Ein Gewand hat er wieder Kraft, der Bachrippel. Ich lass dich anschauen. Saubere Arbeit. Das hat ein guter Kirschner gemacht. Der hat kein Kirschner gemacht. Der hat es gemacht. Und ich sag euch, das ist die reine Wahrheit. Der Meister Natz ist der beste Schneider im ganzen Tal. Ja, bravo, Natz. Es freut mich erst richtig, dass ich weiß, was der Schneider alles kann. Ich hab auch so heute daheim, Ungarischer. Morgen machst du mir grad so einen schönen warmen Rock. Wird mir sein Vergnügen und Ehre, bitte.